Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Attack on Titan, Wings of Freedom. Jo, was soll ich euch erzählen über das? Es ist halt wieder mal ein Anime-Spiel und wieder von den gleichen Produzenten wie, ja genau, da seht ihr es eh schon, Samurai Warriors 4 und Samurai Warriors 4 2 und es wird auch noch rauskommen von den gleichen Produzenten Berserk, auf was ich mich extremst freue. So, das überspringen wir jetzt einfach, das ist wurscht, das haben wir eh schon gesehen, wir drücken das Touchpad, wir hauen uns gleich rein in das Spiel, würde ich mal sagen. Da gibt es den Angriffmodus, einen Expeditionsmodus, eine Galerie, Optionen und Herunterladen, Wahnsinn, toll. Expeditionsmodus ist, glaube ich, unendlich viele Titanen zerstören. Was sind Titanen? Ja, das ist das Böse in dieser Welt, wir werden es gleich erfahren. Und ja, wir werden auch mit mehreren Charakteren hier spielen, nämlich ich habe schon ein wenig reingelinst in das Spiel, damit ich mich mit der Steuerung ein bisschen zurechtfinde. Und ja, wollen wir nicht so lange drüber reden, wir hauen uns gleich rein. Angriffsmodus, wir starten. Und viel Spaß mit der Cutscene. Viel zum Lesen jetzt. その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥籠の中に囚われていた屈辱を。 巨人だ。 Also wie man schon gelesen habe, es gibt drei Mauern hier und zwar die Sina, Rose und Maria. Maria ist ganz, ganz außen, da wo halt die ganzen Titanen sind und die sind jetzt da unterwegs zu Sina, also zu der Mauer Sina, um eigentlich in das Zentrum reinzukommen, wo halt ja die wichtigsten Menschen überhaupt drinnen sind.
Da gibt es allerdings eine Akademie, die diese Titanen ja eigentlich umbringen sollte. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Ich glaube, genau, ja, kommt eh schon. どうした?大百四鬼訓練兵団。ここには役立たずしかいないのか?実体機動装置を扱えない奴は、おとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らは、せいぜい巨人の餌になるしかない、ただの家畜。そんな貴様らに、我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ、 必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。この装置を使いこなせるようになれば、巨人どもなんてできじゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。 So, der viel wieder. Das finde ich sehr nett. So, das ist die Grafik. Ja, das gehört so, dass das so verschwommen ist. Ja. Also, wir sollten uns einfach nur bewegen. Wenn wir Viereck gedrückt halten, können wir uns schneller fortbewegen da. Eigentlich sollte das noch schneller gehen. Ja, genau so. Sehr schön. Sehr schön machst du das. Da drüben. Na komm, zieh die Waffe. So, Hammers, gut. Ja, was ist das da, was er da anhat? Da auf der Seite, diese, ich weiß jetzt nicht, wie man das da nennt, also das da. Da oben ist so ein Gaskanister drinnen, mit dem können wir uns halt schneller fortbewegen. Die zwei Schwerter in der Hand, mit denen attackieren wir natürlich die Titanen, das ist eh klar. Da oben steht es eh schon. Gas und Klinge, also jetzt links. Das sind die zwei Grundelemente, die wir unbedingt hier brauchen. Jetzt gehen wir mal weiter und attackieren einmal eine Pappfigur. Geht schon. Ah ja, und genau, das ist der Ehrenjäger. So, fangen wir mit einem kleinen Exemplar an. So, es gibt natürlich auch größere Titanen, es gibt auch kleinere Titanen, hin und her. Auf jeden Fall sind sie immer größer als die Menschen, das ist eh vollkommen klar. Deswegen heißen sie auch Titanen. So, das werde ich jetzt dann nicht da vorlesen, das werde ich euch einfach so erklären, das ist eh wunderbar. Also, wenn man sich nähert einen Feind, sieht man das hier. Man drückt R1, geht in den Kampfmodus hier. Schaut, dass man eigentlich im Hintergrund am besten ist. Dann drückt man Viereck, drückt man Kreis und dann drückt man Dreieck. So, und wenn das Teil umfliegt, bedeutet es, du hast gewonnen. So. Gibst du mir jetzt noch eine Aufgabe? Zu langsam? Wieso zu langsam, um Gottes Willen? Ja. Also, noch das gleiche noch einmal. Man kann nach unten attackieren. Man kann da verschiedene Punkte halt annehmen. Toll. Das Teil fliegt nicht um, das finde ich sehr gut. Jetzt da, gut. Er hat den Boost nicht angenommen, wenn ich X gedrückt habe. Genau. Auf dem Schlachtfeld stehen dann diese besonderen Herren da umadum, die uns dann neue Klingen geben, nämlich die werden ja dann stumpfer und ein neues Gas geben, damit wir uns schneller wieder fortbewegen, nämlich auch das wird irgendwann mal leer, ist doch eigentlich eh klar. So, wenn ich jetzt zweimal X drücke, macht das so einen Vorwärtsdash. Schaut dann so aus, danke.
So, wie viele ich da jetzt annehmen muss, weiß ich jetzt gar nicht. Achso, jetzt soll ich einfach nur die Klingen wechseln. Okay, Moment. Ich hol mir da trotzdem nochmal was, wenn es dich nicht stört. Dankeschön. So, das schaut dann so aus, wenn ich jetzt darauf drücke, lasst er die fallen und zieht einfach neue eigentlich raus. Ja, es ist ein bisschen komisch. So, und jetzt soll ich das Gas auch wechseln. Schaut dann so aus. So, erfolgreich, alles bestanden hier. Super. So. Korega, honjitsu saigo no kunnen da. Sougoudeki na kyojin toubatsu gijutsu o misete morau. Kore kara mokkyou ga fukusu tai shutsugen suru. So, da rennen jetzt unsere Havara um und um und wir sollen jetzt Titanen halt umbringen. Ist der umflogen? Ja, passt, okay. Wenn er umfliegt, dann passt's. Na komm, beweg dich. So, wieder einer down. Sehr gut. Wir gehen geradewegs zum nächsten da. Sehr gut, da unten haben wir gleich den nächsten. So, perfekt. Wartet nur ab, jetzt ist es nur mal Tutorial, was da ist. Wird jetzt nicht so viel Dramatik drum gemacht, warum auch immer. Und was die da unten erzählen, tut mir leid, das kann ich jetzt nicht lesen, weil ich mich eigentlich darauf spezialisiere, was ich da machen soll. So, perfekt. Gleich zum nächsten da, der ist da weiter hinten, da ist er schon. Na, jetzt hat er es nicht angenommen. Ja, da muss man genau drücken. Und es ist auch gut, wenn man weiter weg ist. So, jetzt da zum Beispiel, sehr gut. Wieso muss ich jetzt nochmal alles machen? Das finde ich auch sehr, sehr nett. Dankeschön. Komm, 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 nimm ihn an. Sehr gut. Und zack. Und man kann die Titanen nur ausschalten, wenn man ihnen ins Genick halt schießt. Also mit dem Schwert halt. Wenn man ihnen auf den Fuß oder auf den Arm halt schießt. Also schießt, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich das jetzt nennen. Abtrennen, vielleicht. Das ist ein großer, der ihn dann nicht anvisiert. Wieso, wie siehst du ihn nicht an? Ich habe keine Ahnung. Jetzt visiert er ihn an. Ah, seht ihr? Meine Klingen werden stumpf. Mein Gas geht aus, ich kann mich nicht mehr schneller fortbewegen. Mal alles schnell da wechseln, sehr gut. So, und ab geht's zum nächsten. Wenn man ihnen also die Arme abtrennt oder halt den Fuß, dann können sie sich nicht weiter bewegen. Also sie fliegen halt um, aber sie regenerieren sich halt dann wieder. Das ist halt ein bisschen deppert gemacht. Ich weiß nicht, ob das so in Anime auch vorkommt. Meine Freundin hat ihn gelesen und hat gesagt, ja, das kommt genauso vor. Also, ja. Ich weiß es leider Gottes, wieso. Da kannst du ihn anvisieren, aber unten nicht. Okay. Naja. Wen interessiert's. So, gehen wir gleich weiter da. Perfekt. Wie viele muss ich denn jetzt noch machen? Muss ich das jetzt da 4 Minuten durchmachen? Ah, das ist ja lame. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ja, weiter weg muss ich. So, jetzt da, perfekt. Wenn wir schon mal da sind, können wir das gleich mitnehmen da bei ihr. Dankeschön. Und ab geht's. Lauf zum nächsten Ziel, das ist irgendwo da hinten. Es ist so wie Spider-Man irgendwie. Perfekt.
Kannst du ihn anvisieren? Jetzt, ja toll. So, perfekt. So, 17 zerstörte Teile und 35 gibt es insgesamt da anscheinend. Hat das gereicht? Nee, du sollst... Jetzt da, okay. Ja, die Steuerung ist so lala, muss ich sagen. Es ist ein bisschen schwer. Überhaupt, wenn er sich dann so schnell vorwärts bewegt, ist es ein bisschen arg. Kunden schulio! Konkai no kunden no saiyoushu seisekisha o hapbyo suru! Eren Jäger! Omae ga ichii da! Yatta! Yatta da! Ichii da! Jawohl, ich lieg vorne. Konkai no kekka o fumae! Sara ni kunden ni hageme! Kaisan! Also Ehrenjäger... Okay, passt. Lass mal das einmal. Da kommen noch unzählige von Katzin, sage ich euch. Eren. Rittai-Kidou-no-Kotsu-wa-tsukameta-ka? Ja. Taijin-Kaktou-Jutsu-nara, Rainer-ni-make-ne-kedo-na. Omae-datte-ani-ni-nage-tobasarete-ta-daro. Nan-nara, mata-nage-tobashite-agerio.兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあ、そんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて、内地で快適に暮らすんだよ。 No? いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。何だと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。 おい、ちゃん。お前の死亡は調査兵団だったな。ああ。俺は調査兵団に入って、この世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、 卒業の日が近づいていった. So, das war's jetzt einmal mit dem Tutorial. Wir haben nur S bekommen. So schwer ist es jetzt auch nicht. Es ist ein bisschen komisch zu steuern halt. Darum geht es mir eigentlich. Ich würde mal vorschlagen, dass wir hier mal auch den Part zu Ende machen. Und ja, schauen wir uns dann weiter an, wie die Geschichte halt weiterläuft im nächsten Part mit Eren Jäger und seinen, ja, noch Freunden, sagen wir mal so. Es wird auf jeden Fall viel krasser Scheiß passieren. Und ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für immer fürs Zusehen. Entschuldigung. Und ja, macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.